Meine Damen und Herren, liebe Aktivistinnen und Aktivisten, die Kasse Linke nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die jahrelangen Proteste. Ja, ganz gut. Wir haben hier eine Redeform und ich bitte Sie, die auch einzuhalten. Es ist eine ganz normale Stadtverordnung. Ich bitte Sie also zu begrüßen. Damit ja wohl auch die Gäste begrüßen dürfen, oder? Man wird auch die Gäste begrüßen dürfen, oder? Sie haben eben die Aktivisten, da haben wir schon mal eine Diskussion mit Ihnen darüber geführt. Sie haben die Aktivistinnen und Aktivisten begrüßt. Das ist eine Anredeform, die wir hier nicht der Form nicht. Meine, wir hätten über Antifaschisten gesprochen. Ich werde ja nicht gelassen, Herr Hagen. So, ich hoffe, das wird nicht von meiner Zeit abgezogen. Kassel Linke nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die jahrelangen Proteste gegen den maroden Zustand der Kasseler Schulgebäude Früchte tragen. Die Kasseler Linke hat seit ihrem Bestehen alle Bestrebungen für die Sanierung der Kasseler Schulen im Stadtparlament und auf der Straße unterstützt. Auch die seit Jahren von der Kasseler Linken geforderte Prioritätenliste der anstehenden Sanierungsarbeiten liegt nun endlich vor. Der jetzige Zustand der Schulgebäude ist die Folge einer verfehlten Investitionspolitik der Stadt Kassel. Die Aussage im Vorschlag des Magistrats, die Stadt sei auch in absehbarer Zukunft allein nicht in der Lage, die Sanierungsarbeiten innerhalb eines angemessenen Zeitraums durchzuführen, ist ein selbst ausgestelltes Armutszeugnis. Selbstverständlich ist es absolut notwendig, die dringend anstehenden Sanierungen durchzuführen. Den dafür gewählten Weg einer Organisationsprivatisierung über die nächsten 30 Jahre sehen wir jedoch als den falschen Weg an. Dieser Weg wird uns als einzige Alternative zum weiteren Verfall der Schulgebäude präsentiert. Er ist aber nicht alternativlos. Statt in Gebäude zu investieren, hat die Stadt Kassel, dies wurde kürzlich in einer Pressemitteilung des Oberbürgermeisters noch einmal hervorgehoben, in den letzten Jahren Millionenüberschüsse generiert. Mit diesen Überschüssen wurden weder Schulen saniert, noch dringende Investitionen in Radwege oder den ÖPNV getätigt. Mit diesen Überschüssen wurden Kredite gegenüber Banken getilgt. Das ist Umverteilungspolitik auf dem Rücken der Allgemeinheit. Die Schulgebäude müssen in öffentlicher Hand bleiben und durch die öffentliche Hand saniert werden. Hätte der Magistrat die absehbare... Können Sie den Kollegen mal ausreden lassen? Hätte der Magistrat die absehbaren Mehreinnahmen im Haushalt berücksichtigt, wären auch innerhalb eines ausgeglichenen Haushalts mehr Investitionen in Millionenhöhe möglich gewesen. Das von Seiten der Stadt aufgeschworene Veto des Regierungspräsidiums wäre also gar nicht zu befürchten gewesen. Aber die Stadt hat es noch nicht einmal versucht, diesen Weg zu gehen. In Zeiten von Schuldenbremse und einer Bundes- und Landespolitik, die durch den Fetisch der schwarzen Null gekennzeichnet ist, wir befinden uns zudem in einer Zeit absoluter Niedrigzinspolitik. In solchen Zeiten dürfen die Kommunen ihr weniges Geld nicht noch zur Schuldentilgung aus dem Fenster werfen. Generationengerechtigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir den kommenden Generationen das Eigentum der Stadt Kassel in gutem Zustand übergeben, nicht eingebunden in ein Vertragspaket über 30 Jahre. Eine Organisationsprivatisierung der Schulen in einem Vertrag über die nächsten 30 Jahre birgt viele Gefahren, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Die Privatisierung der Bewirtschaftung der Schulen und ihrer Sanierung sind ein Schritt, der es zukünftigen Stadtregierungen erleichtert, die Schulen zu verkaufen. Allein der Vertrag der Stadt mit den noch nicht genau bekannten Kreditinstituten stellt selbst ein Finanzprodukt dar, nachdem sich private Investoren die Finger nehmen. Die Kasseler Linke spricht sich daher für die Verankerung eines Vertragspassus aus, der die Beteiligung dritter, also privater Beteiligter, für die gesamte Laufzeit ausschließt. Die geplante Auslagerung des wirtschaftlichen Eigentums in die Hände einer Gesellschaft in privater Rechtsform bedeutet die Auslagerung der Schulgebäude aus dem direkten, demokratisch legitimierten Zugriff der Stadtverordnetenversammlung. Dem können wir nicht zustimmen. Wir fordern die volle Einsicht in alle Verträge und Geschäftsabläufe. Zurzeit sind weder der geplante Vertrag mit der GWG Pro noch der Vertrag zur Gründung einer Immobilien GmbH und Co. KG bekannt.
Der von der Kasse Linken eingebrachte Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, nachdem vor der Entscheidung über die Auslagerung der Wirtschaftlichkeitsvergleich mit anderen möglichen Sanierungsvarianten vorgelegt werden soll, wurde im Ausschuss abgelehnt. Ich fordere Sie auf, unserem Antrag heute zuzustimmen und auf der gesamten Datenbasis eine Entscheidung fällen zu können. Dies würde auch eine offene Debatte innerhalb der Stadtgesellschaft vor der endgültigen Entscheidung ermöglichen. Mit den jetzt geplanten Maßnahmen folgt Kassel einem Trend hin zu privatrechtlichen. Trend hin zu privatrechtlichen Betriebsstrukturen und weg von demokratischer Kontrolle. Dieser Politik stellt sich die Kasse Linke entgegen. Schulen sanieren ja, aber nicht zugunsten der Banken und auf Kosten kommender Generationen von Schülerinnen und Schülern. Wir fordern den Magistrat auf, die Kommunalpolitik im Sinne der Banken zu beenden und endlich eine Politik zu betreiben im Interesse der Menschen, die hier arbeiten, lernen und leben. Die Kasse Linke wird der geplanten Organisationsprivatisierung der Kasse Schulen nicht zustimmen. Thank you.